willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7 Minute Squads. Was? Das habe ich schon so lange nicht mehr gesagt, ne? Das ist ekelhaft. Es ist die nächste Episode und es ist das erste Mal seit Ewigkeiten, dass ich Ultimate Team spiele. Gestern eine Runde, ja, aus, ich weiß nicht was heraus, mit Ron zusammen, da bin ich auch wieder ausgerastet. Hab dann das Spiel auch gequittet. Aber es war auch unfair, es war gegen Ronaldo und so weiter und so fort. Von daher war das, und gegen Rui Costa und Pauleta, also war nicht so nice. Deswegen, ja, heute mal wieder 7 Minute Squad. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr darüber freuen. Links in der Videobeschreibung zu Kinguin und Sennheiser natürlich. Oh, warte mal, zweite Seite war richtig, ne? Wen nehmen wir denn davon jetzt mal? Nehmen wir Hernanes, hatten wir glaube ich noch nicht. Also das war gestern echt wieder nicht schön. Ihr seht schon, fürs Team of the Year bin ich prepared. Ja, kommt heute Abend raus. Ich werde eigentlich nur Special Packs öffnen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich werde ich einfach, weil wenn alle drin sind oder wenn die Stürmer drin sind, werde ich richtig eskalieren und auch 7,5k Sets ziehen. Aber wirklich geplant ist nicht, dass ich mehr als die 36.000 Viewer Points ausgebe. Wie gesagt, wenn er selber welche braucht, guckt bei Kingwin vorbei. Die Münzen werden eventuell angetastet, je nachdem, ob ich Bock habe oder nicht, weil das Spiel fuckt mich ja sowieso so ab, dass es eigentlich vollkommen egal ist, ob ich Coins verziehe oder nicht. Weil, ja, ich denke mal, ihr versteht das schon. Mein T-Shirt übrigens jetzt ein neues Loch nach gestern, ne? Also seit ich mit Ron gespielt habe und naja. Ja, ich bin so froh, dass ich lange kein Ultimate gespielt habe. Jetzt ist aber wieder soweit und deswegen geht's jetzt ordentlich ab. Übrigens, NFL ist, also NBA, Dings hier, ihr wisst schon, NFL, Madden, genau, Madden heißt es, genau. Ist nicht geplant, dass es so oft jetzt kommt, ich wurde jetzt mehrmals gefragt, ob ich das als Serie machen will, irgendwie Ultimate Team oder sowas. Ist eher nicht in Sicht, denn ich bin zu schlecht in diesem Spiel, um das erstmal zu machen, ich muss mich da erstmal richtig reinfuchsen, aber ich spiele es halt auch lieber als FIFA, momentan, weil FIFA mich halt nur abfuckt und FIFA spiele ich jetzt wirklich nur zum Aufnehmen. Von daher mal sehen. Übrigens, wenn ihr euch fragt, Max, warum schon wieder die Patriots? Cap, erstens haben die Patriots vorgestern gewonnen und sind somit im, im Finale der Conference. Das heißt, ein Spiel vom Super Bowl entfernt quasi, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Und ja, deswegen halt diese Cap weiterhin, außerdem meine Haare, ne? Ey, ganz ehrlich. Ein Graus, weil ich das hier sehe an der Seite, ne? Hier sind meine Haare so ein bisschen länger schon. Ey, das ist so behindert, ne? Ganz ehrlich. Ich muss unbedingt zum Friseur, mache ich auch morgen. Also heute für euch. So richtig unnötige Informationen wieder, aber ist ja egal, wir brauchen eine Formation mit einem 6er und mit einem 8er am besten. Oder mit 2 8ern oder mit 2 6ern, eigentlich vollkommen egal. Ne, nicht 4, ne. Ne, da breche ich ja wieder. Komm, wir machen jetzt, ich suche mir jetzt einfach irgendeine aus. Und zwar suche ich mir aus 4-3-3-2. Die hat nämlich einen 6er und einen 8er. Perfekt, dann geht Wilshere auf die 6. Zack, dann mache ich hier nochmal Fitness hin, weil er keine Fitness hatte. Hernanes geht auf die 8. Welche Seite muss ich mir noch überlegen? Aber das kann man ja gleich machen. Shaqiri gibt es ja leider noch nicht bei Inter, sonst würde ich natürlich direkt einbauen. Aber so müssen wir einen anderen Weg finden. Wird aber bestimmt auch nicht so schwer werden. Von daher starten wir immer das Ganze irgendwann, wenn ich mal einen Timer gefunden habe. So. Und zwar 3, 2, 1 und go. Alles klar. Ja, so als erstes brauchen wir mal einen Link zu Hernanes von Wilshere. Und dann nehmen wir natürlich Ramirez, weil Ramirez ist erstens overpowered. Zweitens. Ja. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich den nehme. Er ist halt Brasilianer, ne? Also muss man ja ganz klar sagen. An dieser Stelle ist auch ein bisschen teurer noch anscheinend. Frage ist jetzt, stelle ich ihn auf die rechte Seite oder auf die linke Seite? Also vor allem Hernanes. Ich glaube, ich stelle mir. Wie teuer ist der denn? Ich meine, gut, er hat 88 Pace, ne? Ja gut, okay, war verständlich irgendwo. Nehmen wir den hier mit. So, den stelle ich dann auf die linke Seite. Ja, linke Seite. Rechte. Ich gucke erstmal nach, was für Flügelspieler es bei Inter gibt. Das ist so schwierig, ne? Ich habe mich gesagt, ich bin so nicht mehr drin in diesem Spiel. Okay, Jonathan, aber das ist scheiße, weil der ist Brasilianer. Linker Flügel, Nagatomo, war klar, beide scheiße. Okay, müssen wir andere Möglichkeiten finden. Rechtsverteidiger haben sie, glaube ich, gar nicht, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Wenn ich mich recht erinnere. Linksverteidiger haben sie Dodo. Oh Gott. Ja gut, dann nehmen wir einfach Maicon. Schon mal als Rechtsverteidiger. Anders geht es wohl nicht. Als linken Flügelspieler nehmen wir dann André Schürrle. Ich hab den schon im Verein. Oh nee, ey. Wie ich sowas hasse, ne? Nein, der im Verein, der auf Transferliste. Genau, so rum. Linker Flügel Schürrle. Da muss ich kurz mal überlegen, wie ich als nächstes weiter vorgehe. Ja. Den entfernen wir mal eben. Und den stelle ich mal ganz kurz wieder drauf. So.
Am besten wäre jetzt ein brasilianischer Stürmer mit einem brasilianischen rechten Flügelspieler. Es würde. Nee. Wobei es würde auch ein Stürmer aus der Serie A gehen. Mit einem perfekten Link zum rechten Flügelspieler. Aber da gibt es wieder wenige. Und das ist wieder nicht so nice. Ines Inform und Young wären möglich. Kandreva und Mauri vielleicht. Aber das ist nicht so wirklich nice. Ich habe schon so lange nicht mehr gespielt, dass ich mich überhaupt nicht mehr auskenne. Ne? Das wird so ein Scheiß-Team werden. Egal, wir suchen jetzt einen brasilianischen rechten Flügelspieler. Wo gibt's einen brasilianischen rechten Flügelspieler? Ja, Lukas, Hulk. Ich brauche noch einen brasilianischen Stürmer. In der französischen Liga gibt es keinen, außer Baranda, und den will ich nicht ungern benutzen. Kelvin. Habe ich sogar im Verein. Da könnte ich mal nachgucken, sonst gucke ich erstmal nach Hulk eben nach, ob es einen brasilianischen in der russischen Liga gibt. Wie gesagt, ich kenne zwar die ganzen Spieler noch, aber ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher bei allen. Ja, Ari gibt's natürlich, ne? Aber Ilton Forster Skills, ja. Und Ari in Form, wie teuer ist der noch? 17k, hm. Aber Hulk ist halt auch. Nee. Gucken wir mal nach, wer war der andere? Lukas. Es gibt auch noch Jussi. Jussi ist eigentlich ganz cool. Jussi ist korrekt. Ja, Brandao hier halt die alte Pfaffe. Die alte Pfeife. Ja, Jussi wäre cool. Sie hat zwar keine Forster-Skills, aber ich mag den. Der ist sympathisch. Ich nehme Jussi. Und dann halt Lukas. Sonst hätten wir Lima und Kelvin nehmen können, aber mache ich es lieber so. Okay, Ramirez hat keinen Deadlink, ist versorgt. Jetzt brauchen wir Koscielny. Gibt ja keinen anderen Innenverteidiger von Arsenal, dummerweise. Auch nicht mehr so teuer, hat gerade ein Tor gemacht, vorhin gegen Stoke. Okay, der ist eigentlich versorgt. Brauchen wir noch einen französischen Torwart und noch einen französischen Innenverteidiger. Nein. Und noch einen Linksverteidiger irgendwie aus irgendeiner Nation, dann sind wir fertig. Ach, fuck, ich bin ja schon in der französischen, das heißt, da kann ich jetzt nicht mehr drauf zurückgreifen. Weil wir wollen ja möglichst viele Ligen und Nationen wieder haben. Ich glaube, es ist dann nicht No Links Wasted, bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, dann bleibt eigentlich nur die Option Frey wieder mal. Führt ja keinen Weg dran vorbei. Sebastian Frey, aber ist ja auch nicht schlimm, weil der ist ja gut. Von daher passt das, der junge Mann von Bursas. Boah, so jung ist der auch nicht mehr. So. Ach nee, scheiße. Wilshere gibt's ja auch noch. Zwei Deadlings. Ah, fuck. Wenn Chambers mal Innenverteidiger wäre, der Inform, ne? Was mach ich denn jetzt? Ich kann natürlich Kabul nehmen, aber ist auch scheiße. Und drei Ligen. Bah. Vier mit Kabul, aber es. Das ärgert mich jetzt. Aber. Ja, ich hab mal auf Kandidatenliste gesetzt. Aber da sieht man halt, ne? Ich bin nicht mehr wirklich drin in dem ganzen Geschnetzel. Barclays nehmen wir hier. Irgendeinen defensiven. José Enrique. Gut, No Links Wasted ist jetzt nicht, weil ich mich ja vertan habe. Mal wieder. Wäre es sowieso nicht gewesen, fällt mir gerade auf, weil Lukas ja auch einen Link zu viel hätte. Ja, ich bin nicht mehr ganz drin. Aber ist egal, ich baue das mal eben fertig und dann melde ich mich gleich wieder. Dann geht's in ein Spielchen. Verzeiht mir, aber wie gesagt, ich bin halt nicht mehr in Ultimate Team drin, so wirklich. Kommt wieder demnächst. Und ja, bis gleich. Nach schier endloser Suche haben wir Gegner gefunden. Mighty Midgets, die mächtigen Zwerge. Brasilianer mit Hulk im Sturm. Oh nein, ich ahne Böses. Wenn ich wieder mal einen Stürmer habe, den ich normalerweise nicht als Stürmer spielen würde, oder einen daneben, der keine volle Chemie hat, aber als rechter Stürmer einfach im Sturm spielt. Letztes Mal war es ein linker Stürmer, ihr erinnert euch vielleicht. War nicht so geil. Links hinten Ashley Young in Form. Mal sehen.
Sweaty, egal. Ja, 1-0. Ah, endlich nutze ich das mal, was ich eigentlich nicht kann, was ich eigentlich nicht mache. Aber ich spiele jetzt einfach mal asozial. Muss jetzt einfach auch mal in dem Spiel sein. Es ist sweaty gewesen ein bisschen, aber... Naja, ich hätte auch mit Jussi schießen können, aber ganz ehrlich, wieso soll ich da mit links schießen, wenn Lukas perfekt einläuft? Von daher, 1-0. Ich habe durchgedrückt, ihr habt es gesehen. Die Schussleiste war voll. Ja, gut. Ich kann gerade so entspannt hier links neben mir läuft gerade Dallas gegen Green Bay. Also, ne, Packers gegen Cowboys. Schön Football, ich kann so schön gucken, aber nein. Ich muss mich damit abquälen, dass Schürrle den Ball nicht richtig passen will. Egal. Wilshire. Ah, schade. Ja, der Ball auf Douglas Costa. Pfosten. Da stand Koscielny nicht so richtig. Koscielny übrigens einer der Spieler, die nächste Woche ins Team of the Week kommen können. Hat heute getroffen beim 3-0-Sieg gegen Stoke. Sanchez hat auch doppelt getroffen, das heißt, er könnte seinen Second in Form bekommen. Allgemein hat Sanchez unfassbar gespielt. Also, wir haben zumindest schon mal zwei potenzielle Spieler für ein ziemlich nices Team of the Week, was ganz schön wäre, wenn wir das hätten. Lacazette hat auch einen Doppelpack gemacht, wird wohl nicht reichen für einen Third in Form, aber na gut. Noch irgendwer krass gespielt, mir fällt gerade spontan keiner ein, aber Atletico spielt noch gegen Barca, da wird es auch wahrscheinlich einen Inform für geben, je nachdem, wer gewinnt. Ja, könnte ein gutes Team of the Week werden, theoretisch. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Und warum haben sie bloß da hinten so geschlafen? Das wird sich ihr Trainer auffragen. Aber bitteschön, das ist jetzt die Quittung, das ist der Ausgleich. Und schon wieder Eckball. Dieses Spiel, ne? Nicht nur, dass beim Tor gerade Kabul und Enrique komplett scheiße verteidigt haben. Nein, Hulk hat natürlich wieder den Schuss des Jahrhunderts. Keine Chemie juckt den hier, scheißegal. Das war gerade nicht wirklich, das war gerade nicht wirklich Hulk mit rechts, oder? Gott sei Dank. Das ist auch wieder so bezeichnend, dass ich jetzt anfängt zu laggen, wenn ich im Angriff bin. Weißt du, es ist allgemein sind Lecks nervig, egal ob du verteidigst oder angreifst, aber in so einer Situation, einfach voll für den Arsch. Es ist so viele Gründe, warum ich dieses Spiel nicht mehr spielen will, ne, und dann kommt halt die Sucht dazu und dann kommt sowas wieder, ey. Guckt euch den Torwart an, da hätte ich mich jetzt wieder als Gegner komplett drüber aufgeregt, das ist so sinnlos. So viele Fehler, dieses Spiel, ne, warum patcht man den Scheiß nicht? Am Anfang war das Spiel echt besser als nach den Patches, ganz ehrlich. Also Spaß macht das Spiel nicht. Wahrscheinlich muss ich mich einfach wieder reinfuchsen. Erstmal, ich habe ja gesagt, ich bin nicht drin. Ja, das muss ich auch immer wieder sagen, weil ich merke halt einfach, wie ich dieses Spiel hasse und wie ich einfach, ne, nicht mehr so wirklich die ganzen Abläufe und sowas kann und wie ich nicht mehr richtig antizipieren kann und so. Also man merkt schon, dass ich jetzt länger nicht mehr gespielt habe. Aber gut, noch führe ich. Aber letztes Mal habe ich auch 2-1 geführt, bis zur 90. Und Achtung, genau hingeschaut. Er macht das einzig Richtige und geht entschlossen dazwischen. Raphael vom Torwart abgefälscht. Es ist genau wie letztes Mal. Es ist genau wie letztes Mal. Es gibt es nicht mehr, ne? Alter. Was für ein kurioses Tor. Da macht er sich selber zum Kasper. Alter. So machst du dich nicht beliebt. Nicht bei. Komm, Lukas, komm, Lukas. Ja, Gott sei Dank, Alter. Mann. Da musst du wieder das Spiel abusen, die Game ist Shanix, aber er ist halt auch in Realität so schnell, ne? Und ist halt auch in Realität so gut. Und zum Glück kam der Pass von Jussi so und De Gea nicht rechtzeitig raus. Trotzdem macht's keinen Spaß. Jo, wahrscheinlich Freistoß für ihn, oder? Eine gute Verteidigungsaktion. Ich fasse es nicht. Und das in der 90. Minute bei einer Führung von mir. Ich glaube, das Spiel macht doch wieder Spaß. Nein, macht's nicht. Also es tut mir leid, dass ich jetzt hier keinen Spielspaß verspüre oder so, mich extrem über den Sieg freue oder so, aber das ist halt einfach. Es macht halt einfach keinen Spaß, schlicht und ergreifend. So ist es halt. Ich hoffe, dass ich jetzt mit dem Team of the Year, ich werde jetzt wie gesagt Packs öffnen erstmal und die Videos, die kommen werden, ja, sie werden halt kommen, aber ich werde mich halt ein bisschen zurückhalten erstmal mit Ultimate Team, so wenig spielen wie möglich und versuchen so gut zu spielen wie möglich, damit es wieder Spaß macht mit dem Team of the Year, mit den Packs und so. Wird es dann hoffentlich wieder Spaß machen, dann wird es wieder besser werden und dann wird die Laune auch im Fieber wieder besser werden. Verspreche euch, aber gebt mir da mal ein bisschen Zeit, weil irgendwie, naja, das Spiel war halt auch wieder nicht gerade doll. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.